Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch wieder eine Kamera vorstellen, und zwar diese kleine hier. Das ist die Technax TX117, die mir freundlicherweise von meinen Schwiegereltern zur Verfügung gestellt wurde. Und dafür einen herzlichen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns mal persönlich bald mal wieder. Aber kommen wir mal zu der Kamera und dazu lege ich sie wie immer bei meinen Vorstellungsvideos von solchen Kameras auf den Tisch. Dann kommen wir zur Vorstellung der Technax TX117. Sie zählt zu den Mini-Naturwildkameras, weil die Kamera hat nur ein Maß von 10,5 x 9 x 4,5 cm. Zum Vergleich werde ich mal meine Cool Life daneben legen. Da kann man dann auch sehen, dass es einen sehr großen Größenunterschied gibt und auch im Aussehen. Aber kommen wir zurück zu der Technax. Die Technax-Kamera fällt nicht nur auf durch ihre geringe Größe, sondern auch durch ihren Aufbau. Die Technax hat im Frontbereich das Display zu sehen, was 1,9 Zoll ist, ein TFT-LCD-Display, also nicht im Innenbereich der Kamera. Über dieses Display kann man natürlich alle Einstellungen vornehmen. Dann hat man hier das Objektiv und dort den Bewegungsmelder. Und links und rechts gibt es dann noch die Infrarotbeleuchtung der Kamera. Um sie anzuschalten, muss man wie immer noch die Kamera aufklappen. Im Inneren findet man dann halt die Batterien. Hier sind es nur 4 Stück an der Zahl. Von der Größe AA sind es Direktbatterien, aber man kann natürlich auch Akkus nutzen. Denn den Lautsprecher, und wenn ich den hochkippe, sieht man hier wieder den Ausschalter, wo man dann auch ins Menü kommt und die Kamera, wenn man sie ganz nach rechts, den Schieberegler schiebt, aktivieren kann. Den Anschluss für den USB, damit man die Kamera auch an einem PC nutzen kann, und der Einschiebeslot der MicroSD. Des Weiteren kann man hier wieder ein externes Netzteil anschließen von 1,5 Ampere. Und der Anschluss an einem Stativ. Aber wir machen jetzt erstmal den Schieberegler auf die Mittelstellung, damit wir ins Menü der Kamera hineinschauen können. Also hier kann man dann auch gleich gut sehen, das Display. Auf dem Display kann man, wenn man noch nicht im Menü ist, zum Beispiel den Modus sehen, wie hier zum Beispiel den Videomodus und die Einstellung, dass die Kamera auf 1080 Pixel eingestellt ist, die Aufnahmedauer, die noch vorhanden ist auf der SD-Karte, also hier ist die SD-Karte noch leer, also man bekommt über 2 Stunden Videomaterial da drauf, unten ist dann Datum, Uhrzeit und der Batteriezustand zu sehen. Links und rechts gibt es dann noch die jeweils 3 Bedienpunkte, wo man ins Menü kommt und die Einstellungen vornehmen kann, und dass man auch sehen kann auf dem Display, was die Kamera schon aufgenommen hat. Um Bildmaterial zum Beispiel zu sichten, da geht man ganz unten links. Das ist die sogenannte Play-Taste. Dann kommt man ins Menü. Da sieht man dann zum Beispiel auch schon, dass da was drauf ist. Das ist ein Bild. Und wenn man auf die OK-Taste drückt, die ganz unten rechts ist, wird das Video auch abgespielt. Also hier kann man auch ein bisschen mitkriegen, wie die Tonaufnahme ist. Und um es wieder zu stoppen, geht man einfach wieder auf OK. Das ist dann wie Pause. Und um zurückzukommen, geht man wieder auf die Play-Taste. Also vorher muss ich dann Menütaste, um es zu stoppen. Das ist dann die Grundanzeige
für die angezeigten oder aufgenommenen Videos. Und um zurückzukommen in das Hauptmenü, drückt man einfach wieder auf Play. Und dann hat man wieder die Grundeinstellung. Und wie bei jeder Kamera, um in die Einstellung zu kommen, drückt man auf die Menütaste. Hier kann man natürlich wieder sehen, ganz viele Einstellungsmöglichkeiten sind vorhanden. Und es beginnt wie bei allen Kameras wieder mit dem Modus. Um im Modus Einstellungen vorzunehmen, drückt man auf die OK-Taste. Und dort hat man wieder drei Punkte zur Auswahl. Entweder man nimmt nur Fotos auf, nur Videos oder Fotos und Videos. Ich lasse es gerne immer nur auf Videos. Und um das zu bestätigen, drückt man einfach die OK-Taste. Der nächste Punkt ist die Fotoauflösung. Hier sind Fotoauflösungen von 12 Megapixel bis zu 1 Megapixel möglich. Ich habe hier eine Voreinstellung von 8 Megapixel behalten. Nächste wäre die Serienaufnahme. In der Serienaufnahme kann man wieder einstellen, ob nur ein Foto gemacht werden soll, zwei Fotos in Serie aufgenommen will oder drei. Der nächste Punkt ist die Videoauflösung. Videoauflösung ist hier möglich 1920x1080, 1280x720, 27x480, 640x480, 320 und 240 Bildpunkte. Ich lasse es auf die 1080er Einstellung. Nächster Punkt ist die Auflösung für die Zeitrafferaufnahmen. Dort hat man die Möglichkeit einzustellen zwischen 2304 und 1296 oder eine Einstellung von 3072 mal 1728 Bildpunkte. Dann kommen wir zur Videolänge. Ich habe hier eine Videolänge von einer Minute eingestellt. Hier gibt es die Möglichkeit, die geringste Aufnahme sind 5 Sekunden oder eine Dauer von einer Stunde. Ich habe es aber gerne immer, weil meistenteils reicht das so, die Vogelbeobachtung auf unserem Balkon von einer Minute. Der nächste Punkt sind Tonaufnahmen. Da kann man dann entscheiden, ob man Video aufmachen möchte mit Ton oder ohne Ton. Hierbei ist aber wieder sozusagen, die Tonaufzeichnungen sind genauso schlecht wie bei der Q-Live, also nicht in einer hohen Qualität wie bei der Ebenen H60 zum Beispiel. Dieses Vorstellungsvideo werde ich euch oben einfach mal verlinken. Nächster Punkt ist der Aufnahmeabstand. Aufnahmeabstand ist dazu zu sagen, dass genau der Zeitpunkt, der zwischen Aufnahmen liegen sollte, den man voreingestellt hat, wenn eine Aufnahme beendet hat, in welchem Abstand die nächste Aufzeichnung bei Bewegung vor der Kamera gestartet werden soll, am schnellsten. Also ich habe hier 5 Sekunden eingestellt. Es ist aber auch möglich, dass erst wieder eine Auslösung nach einer Stunde möglich ist. Die Infrarotentfernung, die ist natürlich wichtig für Nachtaufnahmen, dass man auch was sehen kann, was sich davor bewegt. Da gibt es immer die Möglichkeit im Nahbereich, im mittleren oder im Weit-Weg-Bereich. Also die Maximalweite des Infrarotscheinwerfers ist 18 Meter. Die Empfindlichkeit des Bewegungsmelders wäre der nächste Punkt. Also hier gibt es die Möglichkeiten zwischen hoch, mittel oder gering. Dazu muss ich sagen, auch wenn der Bewegungsmelder sehr hoch eingestellt ist in der Empfindlichkeit, hat die Kamera doch so ihre Schwächen. Ich musste feststellen, dass ungefähr nur Tiere aufgezeichnet werden, die eine Größe in etwa haben von einer Katze. Und das ist für eine Wildkamera, wenn man damit auch Vögel beobachten möchte, eher mangelhaft. Oder die Kamera löst ja nur auf, wenn sie die Vögel so dicht sind, dass sie dann halt in dem Größenbereich erscheinen. In dem Sensor. Und das finde ich als großen Mangel für die Kamera, was für meine Zwecke hier eher nicht so toll ist. Für eine Überwachung des Privatgrundstückes
ist es damit kein Problem, weil meistenteils denn Leute, die sich vielleicht da reinbewegen, etwas größer sind. Dann kommt der nächste Punkt, ist die Zeitaufnahme. Dort kann man einstellen, wenn man es macht, wann eine Aufnahme starten soll und wann sie wieder beendet wird. Natürlich bei einer Maximalgröße von 32 GB bei der MicroSD ist die Zeit natürlich von ein bisschen über 2 Stunden begrenzt. Also in den Rahmen müsste man sich nur aufhalten, dass eine Aufnahme gestartet werden kann. Aber das nutze ich eher nicht. Deswegen gehe ich da auch wieder auf aus. Dann kommen wir zu dem Punkt Zeitrafferaufnahmen. Da hatten wir ja vorher schon den Punkt, die Einstellung dazu. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht genutzt. Und da gibt es dann halt die Möglichkeit, ob man ein Video in Zeitrafferaufnahmen machen möchte oder Einzelbilder in Zeitrafferaufnahme, die man ja im Video zusammensetzen kann, aufzeichnen möchte. Das müsste ich mal ausprobieren, auch bei meiner Coollife, aber bis jetzt kam ich noch nicht dazu. Sprachen, da braucht man nicht so viel sagen, also da kann man seine Heimatsprache denn einstellen, die man gerne haben möchte. Hier gibt es natürlich auch wieder eine riesengroße Auswahl davon. Und ich bleibe hier eher auf Deutsch. Dann kommt die Daueraufnahme. Bei der Daueraufnahme ist es denn halt, wenn eine Auslösung ist, zeichnet die Kamera ununterbrochen auf und so lange, wie die SD-Karte denn ja auch voll ist. Falls denn noch eine Auslösung sein sollte, überspielt sie die vorhergehende Aufnahme immer wieder, bis dann irgendwann die Kamera gestoppt wird. Nächster Punkt ist denn Zeit und Datum. Hier kann man natürlich wieder das Zeit und Datum einstellen. Wir haben heute zum Beispiel den 18.05. Dann kann man hier auch das Zeitformat einstellen, was dann 24 Stunden oder 12 Stunden entspricht. Und das Datumsformat kann man einstellen. Ich habe dann meistenteils Tag, Monat, Jahr, aber man hat auch die Möglichkeit, Jahr, Monat, Tag oder Monat, Tag, Jahr einzustellen. Hier zum Beispiel würde ich jetzt weiter auf OK drücken, dann würde ich immer in das Datumsformat gehen. Um weiter zurückzukommen, nutzt man die Menütaste, um ins Hauptmenü zu gelangen. Der Fotostempel ist derjenige, was man sieht unter den Video- oder Bildaufnahmen, wo man dann halt sehen kann, wann die Aufzeichnung vorgenommen wurde. Hier ist dann zum Beispiel die Punkte angeben Zeit, Datum oder nur das Datum. Oder man stellt es auf Aus, denn ist kein Stempel zu sehen. Ich habe es gerne immer auf Zeit und Datum, damit ich dann auch nachverfolgen kann, wann eine Aufnahme gemacht wurde. Man kann natürlich auch wieder die Videoaufnahmen schützen lassen mit einem Passwort, dann ist der ungebetene Zugriff auf die Videoaufnahmen gesperrt. Das akustische Signal ist dafür da, wenn man es eingeschaltet hat, dass jeder Tastenton durch ein Pieps verbunden ist. Das habe ich immer nicht so gerne, deswegen steht diese Einstellung bei mir auf Aus. Speicherkarten formatieren, dadurch kann man alle Aufnahmen auf der Karte löschen. Ist natürlich auch mal sinnvoll, wenn man die Daten vorher gesichert hat auf eine Festplatte, dass sie auch formatiert wird. Das erhöht auch die Lebensdauer einer Micro-SD-Karte oder überhaupt SD-Karte oder auch kleinen Festplatten. Und man sollte das auch machen in der Kamera, weil denn da die besten Einstellungen für die Micro-SD vorgenommen werden. Seriennummer kann man einstellen, wie denn das Zählen stattfinden soll, wenn man Aufnahmen getätigt hat. Also meistens fängt man ja mit 1 an und dann so weiter. Und wenn man die runtergeladen hat, fängt man mit der neuen Zahl an, dass man immer so halbwegs eine Reihenfolge hat. Aber das nutze ich eigentlich auch nicht. Einstellung zurücksetzen. Damit kann man die Kamera komplett wieder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, so wie sie ausgeliefert wurde. Und seine selbst vorgenommenen Einstellungen sind denn nicht mehr vorhanden. Also das sollte man sich genau überlegen. Aber meistenteils ist es ein Punkt, falls man eine Kamera Schwierigkeiten macht, sie dort zurückzusetzen und dann nochmal neu programmieren,
und meistenteils ist denn der Fehler denn ausgemerzt und die Kamera funktioniert wieder. Dann kommt noch der Punkt Version. Dort sieht man halt, welche Firmware gerade auf der Kamera vorhanden ist. Da kann man dann halt die Nummer auslesen. Und diese Nummer kann man natürlich sich im Internet suchen von der Kamera, die Firmware, und schauen, ob es eine neuere Version gibt und ein Update der Kamera vornehmen. Und da wären wir auch schon wieder durch mit dem Menü. Ja, wenn man die Einstellungen davor genommen hat, geht man einfach auf Menü, das auf das Hauptdisplay geht. Und um die Kamera zu starten, klappt man sie auf. Und schiebt den Schieberegler ganz nach rechts. Dann ist sie aktiv innerhalb von 15 Sekunden. Also man hat genug Zeit, sich zu entfernen, dass man selber keine Auslösung hat. Wenn die 15 Sekunden abgelaufen sind, geht dann auch das Display aus, damit dann auch die Tiere nicht gestört sind. Und dann können Aufnahmen gestartet werden. Wenn natürlich jetzt was reinkommt durch den Bewegungsmelder, startet die Kamera automatisch. Aber das können wir jetzt erstmal abschalten. Die Kamera hat eine Auslösezeit von 0,6 Sekunden und sie hat eine Kameraschutzklasse IP56. Das heißt, dass sie staubdicht ist und strahlwassergeschützt. Also da kann man schon mal einen Wasserschlauch draufhalten und da sollte kein Wasser reinkommen. Wobei finde ich es schöner, wie bei der Coolife zum Beispiel, dass das Batteriefach noch extra durch einen Deckel abgesichert ist. Hier ist es natürlich nicht möglich, weil sie doch durch die Bauart sehr klein ist und dadurch sehr wenig Platz ist. Die Kamera ist gerade in einem Preissegment so knapp unter 70 Euro. Und wie schon gesagt, mit der Auslösung der Kamera bin ich nicht so ganz zufrieden. Und darum fällt mein Urteil über die Kamera so lala aus. Aber die Qualität der Videos kann man so halbwegs anbieten. Sie ist vergleichbar mit den Aufnahmen der Coolife. Das sollte es auch schon gewesen sein von der kleinen Vorstellung der Technax TX117. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch gerne ein Like dafür oder schreibt einen Kommentar unter dieses Video. Wenn ihr neu seid hier, lasst doch gerne ein Abo da und dass ihr nichts mehr verpasst, drückt die kleine Glocke daneben. Dann heißt es für mich jetzt nur noch zu sagen, wie immer, passt auf euch auf und bleibt schön gesund.